Guten Morgen, ihr Lieben. Ich möchte heute eine Collage machen. Good morning, I want to do a collage today. Ich habe hier einen alten Keilrahmen, den habe ich mit schwarzer Farbe bedeckt. I've covered an old canvas with black color. Und jetzt möchte ich mir mal ein paar Strukturen hier reinmachen, etwas aufkleben. I want to do structures and I want to glue something. Dafür nehme ich jetzt erstmal die Leitstrukturpaste. I want to use light structure paste to glue this and that. You can use everything you want. Maybe you have some rests of natural material or some other things. Ich sammle immer ganz gerne Naturmaterialien oder wie in diesem Fall von meinem Computer Metallringe, den haben wir mal auseinandergenommen. Die kann man ganz gut einarbeiten. Wo ich das her habe, weiß ich nicht. Vielleicht aus irgendeinem Blumengesteck oder so. Irgendwelche Fasern, die klebe ich mir hier an. Und hier, da war meine Seife drin, in diesem Körbchen auf diesem Naturmaterial. That's natural material. Also dieses Material könntet ihr auch mit Acrylbinder festkleben, aber die schwereren Sachen müsstet ihr schon mit Leichtstrukturpaste ankleben. Heavy things should be glued with light structure paste and other things you could glue with binder, acrylic binder. Jetzt habe ich hier noch so ein Stückchen Stoff. Da könnte man auch eine Gardine nehmen oder man könnte Tortenspitze einarbeiten oder sonst irgendwas. Das ist das Randstück, das will ich nicht. You could use eggshells or sand. Eierschalen könntet ihr hier noch benutzen oder Sand oder Papier. So wie ihr das mögt. Oder getrocknete Gräser, dried grasses, something like that. Old coins, alte Münzen. Was an den Seiten überhängt, das schneide ich mir dann ab. Und dann habe ich hier eine Schablone. Spachtel hier. Ja.
Tipps hoch. Das mache ich hier unten auch, nur hochkant. So, und dann habe ich hier alte Computerteile. I've got old things out of my computer. Ups, eins klebt schon. Dann gehe ich mal rüber. Das pinsel ich mir so ein bisschen ein. Und klebe mir das hier fest. Das putze ich mir gleich noch ein bisschen sauber. Da könntet ihr zum Beispiel auch Knöpfe nehmen oder irgendwas euch so einfällt und rumliegt. So. Da, wo die Strukturpaste rauskommt, das wische ich mir noch sauber. I will clean these things and it has to dry now. Die Strukturpaste ist fast trocken. The Structure Paste is nearly dry. Und jetzt benutze ich von Sena Acryl Elfenbein. I want to use Ivory. Und dann habe ich noch von Martha Stewart ein Türkis. Martha Stewart Turquoise. Und Tuschen von Aerocolor. Und zwar in Titan gelb-grünlich. Acrylic Ink Titanium Yellow. Und auch von Aerocolor Brilliant Gelb, Brilliant Yellow. Schüttel ich mal auf die Tusche. Ich gebe mir die Farben direkt auf die Leinwand. Meinen Pinsel. Und jetzt gehe ich erstmal um die Ränder. Die Edges. The edges should be bright. Es macht auch nichts, wenn hier und da etwas schwarz hervorkommt.
putze ich den Pinsel ein bisschen ab, I'm cleaning the brush a little bit. Und jetzt kommt das Türkis dran. Jetzt nehme ich mir die grüne Tusche. I want to use the green ink. Gelbe Tusche. The yellow ink. Ich habe mir ein bisschen schwarz verdünnt, I thinned black color, und möchte mir so einige Akzente hier ins Bild malen. So, jetzt nehme ich einen Borstenpinsel
und verreibe mir die Farbe ein wenig. Trocknet sehr schnell jetzt. Die Leinwand ist wahrscheinlich noch warm vom Föhnen. The canvas is hot because I dried it with hot air. And therefore the black is fast drying. Und jetzt habe ich hier noch Acrylfarbe. I've got acrylic paint. Art Alchemy heißt die. Acrylic Rich Turquoise. Das gleiche habe ich auch hier. In Rose Gold. Und in Opal Magic Pink Blue. Nochmal den Deckel. So, ich nehme jetzt aber das dunkle Blau. Das sind metallische Acrylfarben. These are metallic acrylic paints. Und die will ich jetzt mal ausprobieren. Malen wir jetzt auch meine Eisenteilchen mit der Farbe an. Dieses Metallic Blau finde ich ganz toll und deswegen werde ich hier diese Linien noch mal ein bisschen intensivieren. I like this metallic blue and therefore I will have some more of this
in my painting. Und vielleicht auch ein paar Sprenkler in dem Blau. Some splashes in blue. Und dann gehe ich nochmal über die Ränder hier in Blau. I want to have some blue at the edges. Dass es ein bisschen aussieht wie gerahmt, aber nur ganz grob. Maybe it looks like a frame. Was ich auch jetzt schon weiß, ist, dass ich diese Ringe nicht in diesem Blau lassen werde, sondern dass ich noch mit Orange arbeiten werde. I want to cover these rings in orange. And maybe there can be some orange splashes too. But only a little bit. Sieht schon ein bisschen nach Frühling aus. I think it looks like spring. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich mache das Bild jetzt fertig. Dieses hier wird orange. Und dann denke ich, gefällt es mir. Hope you enjoyed. These rings will be in orange. And maybe some orange splashes. Have a nice day. And bye. Macht es gut, bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.